So, nun geht's hier weiter. Wir müssen immer noch Goyo und so hier rüber bekommen, um weiterzukommen. Aber den Schnaps kriegen wir, glaube Ist ich, da immer noch nicht. Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Ha! Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Wisch sofort den Flaschen. Okidoki. Okay, gehen wir einfach weiter. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen, und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Oh, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Ha, Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Steuer. Oh. Moment, komme ich jetzt nicht mit dem Bein vielleicht an den Schlüssel? Zu hoch, aber egal. Über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Kriege ich damit die Wartungsklappe auf? Nicht solange ich noch zwei eigene gesunde Beine habe. Gut, gehen wir erstmal noch ja, da. Und benutzen den navialen Stromumkehrer. Mit dem Mindbike. Dann wollen wir mal. Upsi, immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Dann schauen wir mal im Schrotthaufen nach. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Weia. Wo soll ich denn wissen, was jetzt dazugehört und was nicht? Ist mal ohne Witz. Auf jeden Fall war das Ding rund. Ah, nee, das passt schon so. War das 2 oder 4? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere einfach mal aus und wenn es richtig ist, wird es ja schon was kommen. So einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Okay, dann. Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So. Ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Jetzt habe ich schon 3 davon. Interessant. Den benutzen wir damit. Jetzt aber. Und es hält. Ah, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. So, jetzt dürfte ich damit fahren Dann können. wollen wir mal. Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma.
Ein cooles, explodierendes Asthma. Losfahren. Und ab geht's. Yippie-yay! Ein Heben! Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Schalter. Drück. Ich wusste, dass das passiert. Das ist doch schon mal gut. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. So, dann... Was haben wir denn hier noch so? Losfahren. Mann, das bringt richtige Freude. Aber ich dachte, ich kann da hoch und dann wieder raus. Ich wusste nur nicht, wie ich jetzt absteige. Also jetzt aber. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Den Lappen nehmen wir mit. Das ist eine Kontrolltafel. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Die muss ich mir später dann angucken, weil dann weiß ich sicher, wo ich lang muss und was alles. Aber jetzt glaube ich noch nicht. So, jetzt bin ich aber immerhin hier. Was macht der Hebel? Signallampe. Alle Signale stehen auf Stopp. Als könnte mich das aufhalten. Und der Knopf? Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ah, Abkürzung. Groß. Das ist doch ganz gut. Schauen wir mal, was ich jetzt machen kann. Wartungskasten. Vielleicht kann ich eins von diesen Gegenständen hier benutzen. Dorsala Stromumkehrer vielleicht? Ja. Oh. Geht zum Kran. So, und jetzt den vielleicht damit? Was? Oh oh. Nein, 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 nein. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Newton would be proud. Es gibt sogar einen Jeep, man, cool. Was? Oh oh. Nein, 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 nein. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Okay, das war schon mal sehr falsch. Ja, Signallampe bestimmt eh nicht. Nein. Wahre Kreativität braucht keine roten Signallampen. So, gut. Dann gehen wir wieder nach unten. So, was haben wir denn hier überhaupt noch? Trichter. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfeld, wenn es denn da... Ah, wenn es da wäre, dann könnte ich... Go. Ah, dann will Gold da durch und... Okay. Das ist mir schon mal mehr oder weniger klar. Hier fehlt... Ach, na... Kann ich da den Umkehrer benutzen? An Umkehr ist nicht zu denken. Zum Viadukt... So, dann benutzen wir mal
den Lappen mit dem Schnaps. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Aha, perfekt. So, jetzt komme ich auch anscheinend an den Schlüssel. Und wieder bin ich dem Geheimnis des seltsamen... So. Wartungsklappe mit Schlüssel wahrscheinlich. Und wieder bin ich dem... Okay. Was kann ich beim Skelett noch machen? Ein Bein reicht mir. Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Zur Außenkurve. Komme ich da jetzt hin? Junge, Junge, zum Glück, ich muss nur... Au! Die dunkle Blöde. Ah, ich finde das jedes Mal wieder lustig. So, Lappen mit Ei. Und Spiegel? Hallo, kommst du öfter hierher? So, polierter Spiegel. Was haben wir denn hier für Orte? Kann ich den am Skelett benutzen? Nicht fallen lassen, okay? Ah, jetzt vielleicht die Signallampe? Der Rahmen ist schäbig. So, wenn ich jetzt die rote Lampe da benutze mit... Autsch! Hi! Vielleicht sollte ich... nach oben... So. Zack. Nach unten. Jetzt hängt's hoch genug, aber... jetzt müsste ich nur Licht da drauf bekommen. Ja, das ist jetzt hier die Sache. Ran damit. Passt nicht. Ach so, ja, ich muss einen Sicherungskasten. Dann kann ich das um und dann kann das da ran und... Der Kasten ist, als könnte mich naive Tölpe. Schlüssel des Gleisarbeiters. Stromumkehrer. Der Kasten, als könnte naive. So, na gut. Schauen wir nochmal, was haben wir denn hier? Nicht viel. Schaltzentrale. Da, Schlüsselkasten. Da komme ich bestimmt mit dem daran. Ha. Da bin ich doch schon einiges weiter. Nach unten. Zum Viadukt. Dann nehmen wir den mit dem, mit der Wartungsklappe. Die Sicherung nehmen wir mal. Und Binausala, Dorsala. Was sagt der Doc noch gleich? Rufus, denk mit einem eingebauten... Aber warum erzähle ich dir das? Du, man sollte... Ach ja. Nehmen wir den Binausalen. Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze... Verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Das war richtig gut. Na, so kann ich mir jetzt den Weg erleuchten. Wenn ich den Hebel mache, zack, komme ich nach unten. Zum Viadukt. Und schon habe ich Licht hier hinten. Ich kann im Dunkeln. Autsch. Dachte ich. Das geht aber. Flasche.
den Hebel. So. Was ist, wenn ich da jetzt nochmal reingehe? Dann geht er automatisch dahin, oder wie? Ach, schade, jetzt habe ich das übersprungen, was er da gerade gesagt hat. Vielleicht hat er ja irgendwas Besonderes gesagt. Ah, nun gut, ich komme da durch. Das ist schon mal sehr gut. Den Hebel benutzen wir damit. Und... ohne mein Bike passiert da nichts. Ach so. Leere Flasche. Sicherung. Kann ich? Viadukt. Die Flasche tauschen mit der oder so? Vielleicht brauche ich den noch, ich weiß es nicht. Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck. Das heißt aber nicht, dass... dann drück dich beim nächsten... na gut. So, Schaltzentrale. Mein Bike. Das Bike ist nicht, aber Goal fehlt. Losfahren. Und perfekt. Absteigen. Jetzt einmal umstellen die Weiche. Ha. Und auf das Mein Bike. Nein, nicht absteigen. Ja. Nochmal da drauf. Losfahren. So. Das wird automatisch gedreht. Ah. Perfekt. Zum Kran. Einmal die Sicherung da rein. Und. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Deep, deep, deep. Mist! Ach, verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Ach, am besten frage ich ihn mal. Ach so, okay. Gut, dann müssen wir das beim Rätsel beim nächsten Mal lösen, aber einiges in diesem Part geschafft und damit bis zum nächsten Mal, ich bin beim Candy, ja, Jones.